In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein Mann für ein Schläfchen ins Gleis gelegt. Der 27-Jährige aus Neubrandenburg entschied sich offenbar am frühen Sonntagmorgen, sein Nickerchen im Gleis zu halten. Nur aufgrund eines aufmerksamen Lokführers wurde ein Unglück verhindert. Denn diesem gelang es, den Zug noch rechtzeitig zu stoppen. Bei dem 27 Jahre alten Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,47 Promille festgestellt. Der Vorfall sorgte bei zwei Zügen zwischen Neubrandenburg und Pasewalk zu Verspätungen, berichtet die Bahn.